Hi, ich bin Brian oder einfach nur Yannick. Auf diesem Kanal läuft gerade das Secret of Mana Let's Play. Aber ich muss ein Video noch zwischenschieben. Quasi eine Episode 0, wenn man so möchte. Und zwar ein Spiel, welches ich seit den ersten Screenshots und GIFs auf Twitter verfolge. Noch unter anderem Namen, denn es ist jetzt etwas passiert. Und zwar unter dem Namen Draw Dog. Ein unfassbar niedliches Spiel, was von Anfang an mich irgendwie gecatcht hat, weil ich diese Idee so niedlich fand, einen kleinen Hund zu spielen, der alles anmalt, eine komplett schwarz-weiße Welt und dir wieder ein bisschen Farbe und Leben in das Leben des Abenteuers hier reinbringt. Und das ist von den Machern von Wondersong und die haben jetzt eine Kickstarter-Kampagne für das Spiel gemacht. Das heißt, wir können das Spiel unterstützen, dass es realisiert wird. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Aber bevor ihr jetzt sagt, oh, ich gebe nicht irgendeinen Kickstarter direkt mein Geld, ohne irgendwas gesehen zu haben, gar kein Problem. Kurzen Moment. Für die Presse und für YouTuber gibt's eine Demo. Das Game heißt nicht mehr Draw Dog, es heißt jetzt Shikori: A Colorful Tale. Und das ist dementsprechend die Demo von diesem Spiel. Wir werden da jetzt mal reingucken und dann könnt ihr euch ja ein Bild machen, ob ihr das Spiel weiter unterstützen wollt oder überhaupt unterstützen wollt im Kickstarter-Projekt. Und wir schauen erstmal rein. What's your favorite food? Ich denke Pizza. Pizza ist ziemlich gut. Ich mag Pizza. The magic paintbrush. Its every stroke fills our world with color. Das ist also der magische Pinsel, der mit jedem Pinsel Schwung und Strich unsere Welt mit Farbe erfüllt. Okay. Ich weiß gar nicht, welche Taste ich drücken muss, damit es weitergeht. Ah, ich habe sogar einen Controller angeschlossen. Wahrscheinlich geht es auch um einen Controller. Naturally, someone has to wield it. The brush has been passed down through the ages. Also natürlicherweise muss es immer einen geben, der eben diesen Pinsel in der Hand hält und dafür sorgt, dass er die Farbe hier alles farbig macht. Und dieser Pinsel ist jetzt schon durch viele Generationen immer weitergetragen worden. But the current wielder, Shikori. Aber der momentane Halter, Shikori. She's so cool! A total genius! Sie ist so cool! Ein totales Genie! Our world's never looked better, thanks to her! Unsere Welt sah niemals schöner aus. Alles dank ihr. And that's why it's up to me to keep her tower clean. Und deswegen liegt's an mir, dass wir ihren Turm sauber halten. Ach, wir sind der Hausmeister. Um Gottes Willen, ist das süß. Also, wir können hiermit umhergucken und wir können hiermit Sachen putzen. Oh Gott, das Spiel ist der absolute Wahnsinn und ist das süß. Ich muss nur, glaube ich, den Sound ein bisschen leiser machen. Machen wir mal so. Obwohl, das ist nur der Sound, wie ich ihn höre. Den wollen wir nicht runterdrehen. Ja. So ist es ein bisschen leiser. Jawohl. Okay. Also, wollen wir nochmal reinschauen. Hier, wollen wir erstmal ein bisschen putzen. Alles hier schön machen. Aber wir wissen ja schon von dem alten Titel Draw Dog, dass wir wohl bald mal hier alles übernehmen werden? Was passiert? Weil es so laut oben war? Vielleicht sollten wir oben mal nachgucken, was da abging. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Kann ich hier schon raus? Noch nicht. Okay, dann putzen wir jetzt noch fertig. Aber kann ich das auch mit... Ah, guck mal, ich kann das aber auch mit Maus und Tastatur spielen. Die Angaben waren jetzt gerade nur eine andere. Weil mit Maus und Tastatur ist es doch schon ein bisschen genuine, hier alles so auszumalen. Hä? Okay, irgendwas passiert auf jeden Fall gerade im Hintergrund. Ich weiß noch nicht, ob ich so glücklich darüber bin. Oh no! Alles ist schwarz-weiß geworden. Oh oh. All of Shikori's colors. Alle von Shikori's Farben. I must have cleaned too hard. Er hat zu sehr gesäubert. I've got to tell her right away. Ich muss es ihr sofort erzählen. Ja, aber vorher male ich hier noch alles aus. Das könnt ihr mir nicht nehmen. Das werde ich hier direkt alles einmal ausmalen. So. Also, wir müssen es ihr direkt erzählen. Wielder Tower. Odd. This was just colored in. Das hat sie gerade eben erst angemalt. Vielleicht ist ihr irgendwas zugestoßen?
Ah, wir können uns die ganzen Porträts angucken. Okay, was sagt er zu den Porträts? Oh oh, yeah, das Porträt. Es ist Almond, der erste klassische Wielder, der Träger. One of the first to really show her personality in her coloring. Dadurch hat sie erst ihre Persönlichkeit, ihre persönliche Note des Farbenauftragens gezeigt. After her wielder styles became much diverse, you have to respect her legacy. Du hast, musst ihre Anfänge musst du respektieren, weil danach hat sich alles verändert. Hm, dieses. Ich glaube, das ist Carrot. Er war okay. Er war wirklich sehr experimentell. Selbst in einer Zeit, wo er nicht wirklich, populär war. Oder sehr beliebt war. Aber er hat immer noch ein paar Fans. Okay. Oh, dieser hier. Warte, ich muss sofort aufhören zu prokrastinieren. Shikori muss doch jetzt wissen, was hier abgeht. Wie schön, dass er das auch wirklich... Oh Gott, das macht das so menschlich und greifbar. Ist das schön. Ja, wir müssen erstmal zu Shikori. Shikori ist nicht hier, aber der Pinsel. Warum liegt der hier rum? Shikoris Room. Das Zimmer. Shikori! Ich bin sicher, sie ist da drin. Aber es ist abgeschlossen. Alle, jeder muss gerade ausflippen. Oh, und sie hat einfach ihren Pinsel hier liegen lassen. Was wäre, wenn ich diesen Pinsel benutze? Genauso wie sie es natürlich tun würde. Ich glaube, sie würde die Hilfe wirklich, wirklich schätzen. Vielleicht. Naja, vielleicht nur ein bisschen. You got the brush! Wir haben den Pinsel erhalten. Och Gott, wie süß! Und jetzt können wir anmalen. Guck mal, wir sind blau. Können wir auch schon die Farbe wechseln? Können wir was wegmachen? Können Sachen anmalen? Ich lieb's. Lancheon. Okay. Natürlich, wie das so klassisch ist, Freunde, ihr kennt das damals, als ihr als Kind auch Sachen ausgemalt habt. Die Bäume, die waren immer blau. Natürlich waren sie das. Oh, guck mal, wir können sogar schon durch die Farben gehen. Und wir können auch die Größe anpassen. Ich möchte dich anmalen. Ja, ihn wollte ich anmalen. Den kleinen Schmetterling. Gott, wie schön. Was haben wir hier? Das ist mein Haus. Ich denke, es ist sehr leer. Naja, es war immer die erste Priorität, dass ich den Tower halt sauber halte. Guck mal, kein Problem. Guck mal, jetzt kriegst du erstmal einen schönen neuen Anstrich hier. Jupp. Komm, wir gehen hier erstmal komplett in eine Runde. Nehmen wir nochmal eine andere Farbe. Nehmen wir nochmal hier eine Runde. Zack. Nehmen wir nochmal eine andere Farbe. Sehr schön. Und nochmal eine andere Farbe. Das ist das schönste Zimmer, was ich hier gesehen habe. Ich wünschte, unsere Wohnung würde so aussehen. Bin ich ehrlich. I wish. I freaking wish. Guck mal. Schon haben wir ein schönes, colorful Haus. Können wir sogar unseren Blaumann hier anmalen? Ja! Ach Gott, wie süß. Ich möchte gelb sein. Ach Gott, wie... Boah, ist das knuffig. Okay, Freunde, ihr seht hier auf jeden Fall die Leute, die sind schon ein bisschen am, nicht am Paniken, aber sie fragen sich, was hier gerade abgeht. Das kann man schon sagen. Macaroon. Oi! Mein Haus hat gar keine Farben mehr. Komm, mach's wieder richtig. Gib mir ein paar harte Farben. Hast verstanden? Nur harte Farben. Und falls du es immer noch nicht wusstest, du kannst die Farbe ändern mit Z oder mit dem Mausrad. Chop, chop! Okay, er will harte Farben. Wir haben momentan nur diese Farben. Das ist eine harte Farbe. Das ist eine harte Farbe. So. Haben wir noch eine andere harte Farbe, dann können wir das Dach in der anderen machen. Ist die hart? Die ist auch hart. Oi! Diese Farben! Die sind so hart! Ich lieb sie! Du hast wirklich einen richtig krassen Job gemacht. Ich muss mich bei dir bedanken. Wir haben einen Brimcap bekommen. Und den können wir tragen. Oh Gott. Guckt euch den kleinen Hund an. Ich heule. Yeah. Ich hoffe, du magst den Hut. Genauso wie ich diese harten Farben mag. Danke, Mann. Ich hätte gerne eine andere Farbe für meinen Hut. Aber nur für den Hut. Ja, das sieht schön aus. Pumpernickel.
Chicory hat gedacht, dass du wirklich, wirklich dafür gut wärst, dass du jetzt diesen Pinsel trägst. Hm? Naja, die Träger sind wohl nicht mehr so gut, wie sie einmal waren. Ich vermisse die Tage von Blackberry. Hey! Chicory ist eine großartige Halterin von dem Pinsel. Naja, wenn du sonst Zeug magst. Aber Blackberry, die wohnt im Südosten, in den Superwoods. Du solltest mal zu ihr gehen und sie treffen. Okay. Also ihr seht, wir haben jetzt gerade ganz viele Möglichkeiten. Wir könnten auch einfach jetzt hier überall durch die Welt gehen und alles anmalen, wie wir wollen. Einfach mit jeder Farbe, die wir haben. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich schon eine Hauptstory gibt oder ein Ende der Demo, was man erreichen kann. I don't know. Aber wir gucken uns jetzt erstmal einfach mal das Spielchen hier an. Basil. Hallo, hallo, Pizza. Ich heiße jetzt so, was mein Lieblingsessen ist? Möchtest du vielleicht einen kleinen Tipp für deinen Garten? Ein paar Blumen, die blühen auf, wenn sie eine Farbe besitzen. Aber andere blühen nur, wenn sie komplett weiß sind. Wenn du eine Farbe löschen möchtest, kannst du Rechtsklick benutzen. Das bedeutet, wir können jetzt manche... Guck mal. Mann, wie schön. Da hinten ist doch irgendwas drin. Es raschelt hier so. Man weiß es nicht. Sagst du noch was? Alle meine kleinen Blumen sind wieder am Blühen. Die sind so glücklich. Die sind quasi am Singen. Und ich auch. Danke sehr. Ach Gott, wie schön. Warte, die blüht aber noch nicht. Ich blühe jetzt hier alle an. Oh! Ihr sollt blühen. Gottes Willen. Das muss wirklich sehr überwältigend sein, diesen Pinsel zu tragen. Wenn du nicht sicher bist, was du tun sollst, dann würde ich mit Blackberry reden, der alten Halterin. Sie lebt in den Superwoods im Südosten. Die meisten von uns freuen uns immer über ihre... Oder die Älteren von uns sind voll mit solchen Ratschlägen. Was haben wir denn hier? Picked up some litter! Nice, wir haben ein bisschen Müll aufgesammelt. Das ist wichtig, Freunde. Schmeißt nirgendwo euer Müll hin. Pea and Ginger. Howdy do, Pizza! Chicory hat dir den Pinsel gegeben. Hast du schon deinen Style herausgefunden? Es gibt so viele Wege, etwas anzumalen. Ich weiß, was mein Style wäre. Ich würde Alt oder X benutzen, um mein Pinsel riesig zu machen und alles ganz schnell anmalen. Das wäre definitiv der beste Style. Ich glaube, Alt oder X würde ich benutzen, um den kleiner zu machen. Und Plus, um rein zu zoomen. So kann ich ganz viele kleine Details hinzufügen. Nein, das ist falsch. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Style. Wie gemein. Man kann sogar reinzoomen. Okay. Im Südosten lebt auf jeden Fall Blackberry und der sollen wir ja mal einen Besuch abstatten. Dann machen wir das doch mal direkt hier zu Anfang, oder? Ach, guckt mal. Wir können jetzt also hier so richtig reinzoomen und sagen... Ja, zack. Können hier so einen kleinen Kreis drum malen. Also man kann sich hier wirklich kreativ so lange ausleben, wie man möchte. Es macht unfassbar viel Spaß, auch hier alles anzumalen. Das ist echt süß. Oh, hier ist eine Telefonzelle. Ist das etwa ihr Haus? Phone Booth. Hey, eine Telefonzelle. Die einzige Nummer, an die ich mich erinnere, ist die von meinen Eltern. Ich glaube, ich könnte sie anrufen. Die wissen immer, was ich tun muss, wenn ich irgendwo feststecke. Das sind die Besten. Komm, rufen wir doch mal an. What to do next? Eigentlich will ich nicht wissen, was ich als nächstes tun muss. Es ist abgeschlossen. Oh, warte eine Sekunde. Tut mir leid, ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe komplett vergessen, mich richtig anzuziehen. Ich sollte am besten Start drücken, um meine Klamotten zu ändern. Ah, viel besser. Okay, komm rein. Bist du etwa Blackberry? Oh nein, das ist ein kleiner Shop. Oats. Oh, Kleidung ist ein Weg, um einfach auszustrahlen. Das bin ich. Und wenn es wirklich ganz subtil ist, dann sagt das, das ist, was die Welt ist jetzt gerade. Aber was ist die Welt gerade, hä? Eine Beanie und ein Pocketjack? Das ist das Outfit, was ich gerade sehen will. Wenn du mir das zeigen kannst, dann gebe ich dir was Cooles. Ein Beanie. Wir haben leider keine Beanie. Zucchini!
Entschuldigung, ich arbeite gerade. Jetzt nerv irgendwen anders. Gemein. Du bist also Cola. Hi, Cola. Hallo, Pizza. Was ist los im Turm, hä? Ich sehe, anscheinend hat dir Chicory den Pinsel ausgeliehen. Weißt du was? Das ist ein super Timing. Ich habe nur drüber nachgedacht, dass dieses Shirt-Design sehr, sehr langweilig ist. Möchtest du uns vielleicht ein neues Shirt malen? Ja, sicher. Cool. Jeder wird sich freuen, dass du das gemacht hast. Mach einfach das, was du möchtest. Okay. Ich kann auch hier keine anderen Farben gerade benutzen. Das ist doch toll. Super Shirt. Wow, das sieht großartig aus. Ich kann dich nicht gehen lassen, ohne dass du selber eins hast. Aua, oh mein Gott. Guck dir das Shirt an. Oh Gott, wie süß. Ich habe einfach mein eigenes Shirt design. Ich fühle mich großartig. Bin ich ehrlich. Superwoods this way. Oh, da lebt doch Blackberry. Der Träger vor Chicory. Eine lebende Legende. Vielleicht weiß sie, was hier los ist. Die können wir ja kaputt machen, indem wir da was draufmalen. Ihr erinnert euch. Schwung. Oh, guck mal. Hier ist ein Geschenk. Aber da kommen wir leider nicht hin. Man kann die rausholen, wenn man hier so ein bisschen schüttelt. Das ist ja witzig. Ah, können wir hier vielleicht dann über den Weg... Ein Geschenk! Wir haben eine Beanie! Was wollte der nochmal sehen? Der wollte ein Beanie und ich glaube ein Shirt haben, oder? Und andere Frage, wie komme ich jetzt wirklich in meinen Start, wurde gesagt. Ah, guck mal. Wir haben eine Beanie und ein Overall. Er wollte aber definitiv nicht, dass beides sehen. Ich weiß gar nicht übrigens, welche Taste das ist auf dem Keyboard. Ich habe das jetzt gerade auf dem Controller gedrückt. Wen haben wir da denn? Ich habe ihn auf jeden Fall angemalt. Wer auch immer das ist. Yum Cave. Hier sehen wir aber gerade noch nichts. Oh, guck mal, wir können das Licht hier quasi einstellen. Das ist ja witzig. Nee, da kommen wir noch nicht lang. Da müssen wir nochmal wann anders wiederkommen. Hier gehen wir erstmal durch. Luncheron. Beans. Oh, hey. Siehst du irgendwelche Critter hier draußen? Meine Kinder, die sind abgehauen. Ah, zum millionsten Mal. Wenn du irgendeinen siehst, irgendwas rütteln siehst, dann geh einfach so ein paar Mal dran und das bringt die raus. Und dann bringen sie hier hin, okay? Oh, das ist dann die Katze, die da hinten war. Hier zum Beispiel ist auch noch eine. Tada! Lost Kid! You found a lost kid. A lost kitten quasi, nicht nur ein lost kid. Okay, dann gehen wir nochmal einmal hier oben hin und gucken, ob wir eventuell... Ja, die Katze, die wir hier rausschütteln, die... Ah, ich weiß, wie wir die kriegen. Kurz Moment. Zack. Und schon... Schwupp. Haben wir noch ein verlorenes Kind gefunden. Ach Gott, wie süß. Das Spiel sieht so niedlich aus. Ich will gar nicht, dass die Demo jemals endet. Ich finde das so süß, alles hier. Ah, guck mal. Da sind wir jetzt schon mal bei ihr. Hat Chicory dir den Pinsel gegeben? Ja? Also, es ist schlimmer, als ich dachte. Du siehst noch nicht bereit aus. Ich hoffe, ich lieg falsch. Komm diesen Weg hier mit. Superwoods. Gottes Willen. Also ihr seht, wir konnten alleine jetzt noch super viele Nebenquests machen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Megalovania. Holy shit. Guter Tune. Wo schmeißt der uns hin? Der schmeißt uns hier auf jeden weiter. Okay. Und beim Springen kann man sich sogar noch weiter schmeißen lassen. Können wir auswählen, wo wir hinfliegen? Jawohl! Noch ein Geschenk? Wir haben ein Flower Dress! Oh Gott, hau schön, wollte ich gerade erst sagen. Also ihr seht, man kann hier auch quasi kleine Rätsel richtig bauen, wie man ja hier sieht. Was haben wir hier?
Some litter. Wir haben noch ein bisschen Müll aufgesammelt. Ist ja auch richtig so. Wie schon am Anfang erwähnt, Müll aufsammeln ist sehr wichtig. Schwupp. Man könnte sich auch nach oben katapultieren, wenn man da hin muss. Da kommen wir auch hin. Oh, hier ist noch jemand. Ein Kätzchen. Aka ein Kind, quasi. Wir haben ein verloren gegangenes Kind gefunden. Ui. Wie kommen wir hier denn am besten weiter? Ich würde mal sagen, einfach... Huppa, 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 huppa. Ich brauche noch einen anderen Akzent. Ich brauche hier... Mein Hut muss eine andere Farbe haben. Sonst geht das hier alles gar nicht. Wie kommen wir da wohl hin? Indem wir uns hier... Nee, ich wollte nach oben. Zack, 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 zack. Jawohl. Und schon sind wir bei dem Geschenk. Wir haben ein Hoodie. Wollte der nicht ein Hoodie und eine Beanie sehen? Ich glaube schon. Den einen, den wir da mal getroffen hatten. Eine Yum Cave. Wo ich glaube, da können wir noch nicht lang. Müssen wir mal anders nochmal gucken. Was haben wir hier? Ein Zuhause von jemandem. Und wir können uns hinsetzen. Gott, wie entspannt. Guck mal, wie schön das alleine aussieht, wenn man hier so ein bisschen Farbe reinbringt. Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das hier das Nonplusultra ist und so sollte ein Zuhause aussehen. Keineswegs. Oh. Oh, guck mal, je nachdem, wenn man nah an den Rand geht, fängt die Transition schon an in den nächsten Bild. Schirm. Was haben wir hier denn? Soll ich hier schon sein? Ich fühle mich hier nicht ganz so wohl. Du hast es endlich geschafft. Das ist das, was ich dir zeigen wollte. Ich habe noch nie sowas gesehen. Aber wenn Chicory denkt, dass du den Pinsel tragen solltest, dann ist es deine Aufgabe, das hier zu sehen und dagegen anzukämpfen. Was hier genau abgeht? Was ist mit meinen ganzen Farben passiert? Und wo ist sie? Du solltest hier nicht sein. Das hier ist eine ganz große Gefahr. Das ist jetzt quasi wie ein Bossfight, oder wie? Das ist ja irre! Dass man so einen Bossfight machen kann, wie cool ist das? Ich liebe die Idee! Wow! Oh oh, oh oh! Ich kann hier jetzt übrigens gerade auch nicht meine Farbe ändern, das ist quasi alles invertiert, was natürlich ein Geniestreich ist eines Bossfights bei so einem farbigen Spiel. Weil invertiert. Wie cool. Alle Farben sind quasi umgestellt, anders. Gottes Willen ist das gut. Ah, der hat uns gut erwischt. Ich hoffe, das tut dir nicht so gut, mein Guter. Mein Schlechter. Okay. Die Musik geht ganz schön ab, was? Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Powered up! You're bound with the brush. Wir haben jetzt unsere Verbindung zu dem Pinsel, nun ja, abgepowered. Your paint will now glow in dark places. Unsere Farbe glänzt jetzt und glüht quasi in dunklen Orten wie in einer Höhle. Und wir können dann da weiter rausgucken. Oder alles erkunden. Or it would. But that's the end of the demo. Thank you for playing. It means a lot.
Danke fürs Spielen, das ist das Ende der Demo. Hat's dir gefallen? Wir freuen uns sehr über dieses Spiel und auf das, was jetzt noch kommen wird. Also wenn du unserem kleinen Team hier helfen möchtest, dann support uns bitte auf Kickstarter. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Keine Frage. Also, Freunde, das ist die Kickstarter-Kampagne. Chicory, A Colorful Tale. Sie haben jetzt schon $9,000 erreicht von 30.000, die sie angestrebt haben, damit dieses Spiel halt erscheint. Chicory, A Colorful Tale. Ich habe euch nicht alle Nebenquests gezeigt. Und hier steht auch alleine schon, dass die voraussichtliche Lieferung von dem ganzen Kram 2021 ist. Also sie werden auf jeden Fall noch das nächste Jahr dann tatsächlich brauchen. Wenn sie es nicht voranschreiten können, falls das Kickstarter hier explodieren wird. Es ist von den Machern von Wondersong und von ein paar von Celeste. Dementsprechend, das Spiel kann nur der absolute Wahnsinn werden. Allein diesen kleinen Einblick, den ich euch jetzt zeigen durfte, finde ich großartig. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Checkt gerne den Kickstarter aus, erster Link in der Beschreibung. Sagt gerne, wie ihr das Spiel fandet und unterstützt gerne so kleine Entwickler. Ich glaube, das hilft denen wirklich am meisten. Das wäre es erstmal für dieses kleine Video zu Chicory, A Colorful Tale, beziehungsweise damalig der Working-Titel Draw Dog. Und wir sehen uns hoffentlich bald in einem neuen Video. Bis dann, euer Brain, Tiddly mit Ü.